An den Strömen von Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Zithern hängten wir an die Weiden im Land, denn die uns dort gefangen hielten, befahlen uns zu singen und in unserer Pein fröhlich zu sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie sollten wir das Lied des Herrn singen in einem fremden Land? Vergesse ich dich, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht meine höchste Freude sein lasse. Herr, erinnere dich an die Kinder Edom am Tag Jerusalems, als sie riefen: reißt ein bis auf ihren Grund. Du, Tochter Babel, du Verwüstete, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Fernsehgottesdienst. Es ist ein schwieriger Text und es ist eine schwierige Geschichte. Und ich will Sie jetzt einmal neu mit hier mitnehmen, wo es Sicherheit gibt. Ein Ort, wo es hilft, die ganze Kirche einmal zu benutzen. Kommen Sie mit. Wir gehen in den Dachboden von der Kirche rauf. Wir brauchen Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit für links, frei sein von rechts und Freiheit für all die Unentschlossenen, egal welchen Geschlechts. Freiheit für Gedanken und für die Fantasie. Freiheit für Unausgesprochenes und auch für die Melancholie. Freiheit. Freie Fahrt im Gegenwind. Es gibt noch freie Plätze für all jene, die noch immer am Suchen sind. Freiheit, richtige Freiheit. Wir brauchen Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit vor den letzten Reiter. Irgendwann wird Pferd und Mann gescheiter. Und frei sein vom Sklaventreiber. Wenn er kapiert, er ist nur ein Systemarbeiter. Und Freiheit vor den Werten vom Westen.
der uns Glauben macht, es sei zu unserem Besten. Und frei sein von den ganzen Guten, die die Demokratie nur bei sich vermuten. Wir brauchen Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit auf den Straßen für Demonstranten und ihre Flaschen. Und sie werfen mit Benzin, sie rufen Freiheit, wenn sie um die Häuser ziehen. Und Freiheit für Trunkenbolde in der Tiefe der Nacht, denn sie rufen als die Letzten: Wir sind noch wach, wir sind noch wach. Freiheit für linke Chaoten, wenn sie kämpfen gegen rechte Idioten. Und Freiheit, wenn sie sich benehmen, als wären sie die ersten Unbequemen. Wir brauchen Freiheit, keine Politik. Wir lassen wählen und sehen bloß Kritik. Wir brauchen Freiheit vor rechts und vor links. Wir brauchen Mittelstandsverstärkung und positive Musik. Von Freiheit zu träumen, das könnte gefährlich sein. Denn so ein Freiheitserreger ist ein gefährlicher Keim. Freiheit zu wählen und leben, wofür man brennt. Die eigene Wahl im Leben und der eigenen Wahrheit nicht mehr fremd. Wir brauchen Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit, richtige Freiheit. Denn diese Freiheit, sie beginnt als ein Traum, als ein Ideal. Und mit ein wenig Mut wird dieser Traum real. Freiheit, richtige Freiheit. Freiheit, richtige Freiheit. Mich beeindrucken immer die Balken. Die sind so stabil und schön geschnitten. Wenig Schrauben. Es ist etwas Solides. Es gibt uns Sicherheit, dass das Dach hebt und dass es nicht runterfällt. Der Dachboden ist berühmt, weil wir da Fledermäuse haben. Und zwar Langohren-Fledermäuse, die ganz liebevolle Leute schon seit langer Zeit betreuen. Und jetzt sind die Fledermäuse natürlich nicht da, weil es Winter ist. Und darum können wir unsere Aufnahmen auch hier oben machen. Weil sonst würden wir ihr Habitat stören. Und es kommt ja immer darauf an, wie Mensch und Tier miteinander leben. Und wichtig ist auch für uns Menschen, dass es immer ein Lebensraum respektiert wird. Der Lebensraum, wo du dir aufbaust, wo du das Recht dazu hast und wo dir Freiheit gibt. Nimm ein Lied mit auf die Reise nach irgendwo in deinem Kopf. Nimm den Herzschlag dir als Ratschlag.
und immer tiefer und immer weiter dringst du vor. Nimm den Atem dir als Fallschirm, lass dich immer weiter fallen. Sing dein Lied und sing es leise, langsam findest du Gefallen. Während du weitergehst und tiefer blickst und erkennst, was in dir steckt. Denn dein Körper ist wie ein Auto und dein Geist ist weit weg, während Atemzug für Atemzug du dich selbst erweckst. Und du klingst dich einfach aus, während du immer tiefer dringst und dir gelingt, dass du irgendwo tief drin dich selbst erkennst. Die Tage werden kurz und die Nächte werden länger. Die Geschichte hält nicht an, nein, sie wird bloß immer schneller. Deine Sinne werden wach und Erinnerung danach. Ja, die zählen nicht mehr, als wie die Wellen im Meer, als wie die Muscheln am Strand, als wie die Bücher im Regal oder die Narben auf deiner Hand. Nimm ein Lied mit auf die Reise, lehn dich zurück und sei entspannt. Sing dein Lied auf deine Weise und nimm dich selber bei der Hand. Während du klingst dich einfach aus. Während du immer tiefer dringst und dir gelingt, dass du irgendwo tief drin dich selbst erkennst. Und du klingst dich einfach aus und dir gelingt, dass du irgendwo tief drin dich selbst erkennst. Ein jeder Schritt ein neuer Takt, ein jeder Weg ein neuer Akt, ein jeder Tag ist eine Reise für sich allein und nie das Gleiche. Ein neues Spiel und du gewinnst, ein Geschenk, wenn du klingst, vom tiefen Herzen du bist und du singst und du klingst dich einfach aus, während du immer tiefer dringst und dir gelingt, dass du irgendwo tief drin dich selbst erkennst. Du allein in Harmonie, nur du allein und keine Worte, nur du allein in Melodie und du öffnest diese Pforte. Nimm ein Lied mit auf die Reise nach irgendwo in deinem Kopf. Nimm dein Herzschlag dir als Ratschlag und immer tiefer, immer weiter dringst du vor. Und du klingst dich einfach aus. Während du singst und irgendwo tief drin es dir gelingt. Wir sind da oben, weil die Balken die faszinieren mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Sie sind klar, strukturiert aufgestellt. Sie sind fein bearbeitet worden. Und mit grossem Wissen sind sie aufgestellt worden, damit das Dach können, gemacht werden konnte. Und das Wichtige dabei ist, dass viele Menschen sich zusammengetan haben, um die, sagen wir, gemeinsame Geschichte von dieser Kirche zu entwickeln. Und das ist etwas, was uns Sicherheit gibt. Wenn wir die Balken anschauen, dann wissen wir, dass das Dach geht uns nicht auf den Kopf. Ich bin nicht da, um Ihnen eine Geschichte zu erzählen, sondern um zu erzählen, wie Geschichten erzählt werden. Es war auch so bei der Geschichte von Jesus von Nazareth. Man hat sich im 5. Jahrhundert darauf geeinigt, dass all die Erzählungen, das Narrativ von dem Leben von Jesus von Nazareth durch die verschiedenen Quellen zusammengebracht worden ist. Man hat sich geeinigt auf die Texte und daraus ist unsere Bibel, also das Neue Testament, auch noch entstanden.
Also wichtig ist bei einer Geschichte, dass Menschen daran glauben, in dem Moment, wo sie sich zusammentun und einverstanden sind über die Geschichte. Das gibt uns Sicherheit. Es ist wie ein Gebäude, das man aufbaut, aufgrund von historischen Quellen, aufgrund von Tatsachen. Das sind auch Erzählungen, die seit Generationen weitergegeben worden sind. Und so tut man langsam eine Geschichte aufstellen, die einen gewissen Inhalt an Wahrheit hat. Und vor allem, die für viele Menschen, die daran glauben, Sinn macht. Wenn Geschichten einen festen Grund haben und schön aufgebaut sind, wie die Balken, dann können wir ruhig daran glauben, dann verleihen sie Sicherheit. In der Geschichte von Jesus von Nazareth war es genau so. Es hat Dokumente gegeben, es hat Erzählungen gegeben und es ist mit der Zeit dann auch nicht mehr so wichtig geworden, ob wirklich alles genau so gestummt hat, wie es erzählt worden ist. Wir haben ja dann sogar 4 Evangelien gehabt, verschiedene Briefe und die geben ein gesamtes Bild. Aber der Sinn, von dem wir vorher geredet haben, der Sinn bleibt. Der Sinn von der Nächstenliebe, vom Teilen, vom Füreinander da sein, vom einander helfen. Vom Tod von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung, so quasi die Krise, die ständig im Menschenleben muss überwunden werden. Das macht Sinn. Es sind Bilder, wo wir uns darauf verlassen können. Wie gesagt, wie die Balken. Und wenn Geschichten auf dem aufbauen, also auf einer Wahrheit, die nachgewiesen werden kann, auf einen Sinn, der für alle gut ist, dann hebt sehr lang. Oft werden auch Geschichten erzählt, die sich auf Lügen basieren und die hebt nie sehr lang. Mm.
nur du und der Wind. Die Wolken so nah wie ein Platz auf dem Mond. Sind die Gedanken so klar, nur du und der Wind, wo sonst keiner wohnt. Nur du und die Gedanken, hier blieb die Welt verschont. Nur du und Mutter Erde, du spürst ihre Natur und ihren Zauber und ihre Stärke, kahle Schönheit pur. Der Wind ist die Atem, ihr Puls kennt keine Zeit, denn hier brauchst du keine Uhren, du bist fernab von Wirklichkeit. Und hier hörst du ihre Stimme, mit jedem Wind haucht der Wind. Und du spürst ihre Nähe, wenn du in ihrer Stille stehst. Nur du und der Wind, Einsamkeit ist nur ein Trug, nur ein Moment in dieser Klarheit und karge Zeiten, die machen klug. So nah, nah, so nah, nah. Du bist wie Asche und Staub herumgewirbelt im Wind, wie ein Blatt ohne Wurzeln, ein lernendes Kind. Hör die Melodie, die der Wind dir spielt, wenn er eiskalt und hart an dir vorüberzieht. Nur du und der Wind, Freiheit kostet dich die Wärme, doch auf der Suche nach dem Sinn, da ruft dich die Ferne. So nah, nah, so nah. Nur du und der Wind, die Wolken so nah wie ein Platz auf dem Mond, sind die Gedanken so klar. Oft gibt es aber eben Geschichten, die ganz anders aufgebaut sind. Und jede Geschichte hat Strukturen, Balken, aber sie sind ohne Plan aufgestellt worden. Sie entsprechen nicht der ganzen Wahrheit und oft machen sie auch keinen Sinn. Und es ist ganz interessant, mir sind eher dazu geneigt, diesen Geschichten fast blind zu glauben. Es werden Geschichten zum Teil erzählt, die aufgrund von Studien basieren, aufgrund von halben Wahrheiten, die dann wieder verneint werden. Und so etwas erleben wir ja schon seit einem Jahr. Und das gibt uns keine Sicherheit. Das tut uns verwirren. Aber wieso glauben wir dann so blind an diese Geschichten? Vielleicht, weil es Gruselgeschichten sind. Es sind Geschichten, die Angst machen. Und dann, wenn wir die Balken gar nicht sehen, wie es wirklich aufgebaut worden ist. Wir denken gar nicht an das Dach, das von einem Moment auf den anderen auf uns könnte runterfallen. Wir glauben blind und gehen einfach unseren Weg voran, ohne zu merken, dass wir ständig über irgendein Holz, einen Balken stolpern, weil die einfach lose
überall stehen. Der eine nimmt den Balken auf, der andere tut ihn wieder ablegen. Es kommt ein neuer Bauherr, der alles wieder umkrempelt. Es ist sehr schwierig. Es ist so schwierig, dass man nicht einmal mehr richtig arbeiten kann, weil einfach Balken aufgestellt worden sind in Biegen vor dem eigenen Arbeitsplatz. Liebende können sich nicht mehr treffen, weil sie einfach sich nicht mehr finden in einem Labyrinth von Balken. Die Geschichte kann nicht lang halten. Aber spannend bleibt sie dennoch. Weil die Frage ist, wieso glauben wir diesen Geschichten, die auf halben Wahrheiten aufgebaut sind, wo kein richtiger Plan drin ist, mehr als zum Beispiel einer Geschichte, die in der Bibel steht. Dort sind wir sehr skeptisch. Dort machen wir die Augen ganz genau auf. Weil es nicht plausibel scheint. Weil es vor vieler Zeit passiert ist. Aber ist das, was vor unseren Augen passiert, plausibel? Es ist alles sehr schnell gegangen, wie die Geschichte erzählt worden ist. Meine Angst ist, dass wenn wir dann einmal die Augen wirklich öffnen, dann merken wir, dass die Balken nur halbwegs aufgestellt worden sind. Dann werden wir hin und her rennen, weil wir Angst haben, dass die uns auf den Kopf fallen und dass wir im Regen stehen. Dann wird es zu spät, um einen Plan zu haben, um eine gute Geschichte zu erzählen, wo wir uns drin sicher fühlen. Ja, also, wie können wir mit dieser Geschichte umgehen, die seit einem Jahr im Raum steht? Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist ein Satz der Bibel. Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Das hat Jesus einmal gesagt. Und dafür müssen wir in uns hineingehen. Die Sicherheit für unser Leben hängt von vielem ab. Aber nicht nur von dem, was außerhalb von uns ist. Sondern sie hängt auch von dem ab, was wir in uns hinein haben. Glaubwürdigkeit und Glaube, die stützen sich auf gut aufgestellten Balken. Aber im Grunde genommen haben sie ihren Grund in uns selber. Tief drin, zu hören, was unser Herz sagt. Wo ist für uns die Wahrheit? Was macht für uns Sinn? Sind wir bereit, aufeinander zu verzichten? Auf unsere Solidarität und auf unser Zusammenheben? Wollen wir das wirklich? Als Christinnen und Christen müssen wir uns dieser Frage stellen. Weil es ist keine Aufgabe. Sondern wenn wir wirklich tief reinschauen, dann können wir uns ausklingen, in uns selber hineingehen und spüren, wo die innere Kraft ist, die sagt, nein, das will ich nicht. Ich will den anderen Menschen dürfen umarmen. Ich will einem anderen helfen, beistehen, weil es mein Herz sagt. Das ist dann ein gut aufgebaute Geschichte. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Nur ein kleines Stück der Freiheit, geführt an langer Schnur. Ein dünner Faden hält ihn fest, ein Windhauch trägt ihn nur.
trägt ihn in weite Höhen, weit über das Land, fliegt höher, als die Wolken ziehen, ein großer Traum in kleiner Hand. Bunt flattert in der Luft ein Stück seidenes Papier, gefangen an dieser dünnen Schnur ist doch Freiheit sein Revier. Wie die Schnur vom Drachenflieger braucht jeder Mensch auch seinen Verstand, der ihn führt und fest auf Erden hält, sodass er Freiheit spüren kann. Spüren kann. Doch keiner kauft sich, keiner kauft sich, keiner kauft sich kostenlose, keiner kauft sich, keiner kauft sich kostenlose, kostenlose Freiheit kostet bloß. Diese Schnur vom Drachenflieger ist wie der Mensch mit seinem Verstand, der ihn führt und fest auf Erden hält, mit dem er tanzt. Wie die Schnur vom Drachenflieger braucht jeder Mensch auf seinen Stamm, der ihn führt und fest auf Erden hält, sodass er Freiheit spüren kann. Spüren kann. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangen das Segen von Gott. Er beschütze euch und er behüte euch.
bewahre eure Sinne, euren Verstand und euren Glauben und erschenke euch Frieden. Amen. Kolumbus zeigt nach Westen, seine Stadt, die ist schön zu sehen. Monument für die Besten und der Rest geht ohne hin. Hey, hey, der Rest muss ohne sein. Soldaten für den Frieden, sie marschieren und sind gut zahlt. Ihr Blut, das ist jung geblieben, nur die Geschichte wird langsam alt. Hey, ja, die Geschichte, sie wird langsam alt. Reformen für den Süden und bleiben sind doch Grenzen. Wir bezahlen fürs Vergnügen und das lässt sich nicht beschränken. Nein, nein, derweil dreht sich der Globus auf seiner Achse weiter und wir bleiben nur die zeitweise Reise begleiten. Und Kolumbus zeigt nach Westen. Ja, Kolumbus zeigt nach Westen. Und Kolumbus zeigt nach Westen. Der Herr Kolumbus zeigt noch lang nach Westen. Regenschirm, die bringen Glück. Für miese Wetter, fast genauso wie eine kleine Kerze, Taschenlampe oder irgendetwas, das die Nacht erhält. Mit schwarzen Jeans im Sommer bei 40 Grad im Schatten, hey, da geht's dir schlechter. Aber manchmal ist man wirklich bloß auf Regenwetter gestellt. Hey, 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 manchmal ist man wirklich bloß auf Regenwetter gestellt. Oh, 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 manchmal ist man wirklich bloß auf Regenwetter gestellt. Und der Kolumbus, er zeigt immer noch nach Westen. Hat er zu Recht nur an sich glaubt. Doch so wie er, da machen's doch die meisten. Was er keinem gehört, das ist auch nie ne Klaut. Was keinem gehört, das ist auch nie. Und Kolumbus zeigt nach Westen. Der Herr Kolumbus zeigt noch lang nach Westen. Derweil dreht sich der Globus auf seiner Achse weiter. Derweil dreht sich der Globus auf seiner Achse weiter. Wir bleiben nur die zeitweise Reise begleiten. Und Kolumbus zeigt nach Westen. Der Herr Kolumbus zeigt nach Westen. Und Kolumbus zeigt nach Westen.